herzlich willkommen zu einem neuen Video von Buchding. Heute soll es darum gehen, was ich eigentlich gerne lese, welche Autoren, welche Bücher ich mag, was so meine bevorzugten Genres sind und was ich überhaupt nicht gerne lese. Um es schon mal zusammenzufassen, ich mag am liebsten Spannungsliteratur, also Bücher, in denen es wirklich actionreich zugeht, die temporeich sind, wo es wirklich Geheimnisse gibt und spannende Dinge zu entdecken. Das beinhaltet eigentlich recht viele Genres bei mir, also das kann Fantastik sein, Science Fiction, Horror natürlich, aber auch Thriller, Krimis oder zeitgenössische oder historische Romane. Das alles kann spannend sein für mich. Das Einzige, was ich bisher nie spannend fand, sind romantische Liebesromane, also die sogenannte Romance-Kategorie oder auch Chick-Lit, wie es zum Teil heißt, oder ja, die klassischen Young-Adult-Bücher, die sich auf weibliches Publikum richten, in denen es immer um irgendwelche Liebesgeschichten, Mobbing und sonstige Dramen geht. Und damit kann ich persönlich nichts anfangen. Das hat mir nicht so viel, was ich neu entdecken kann. Ich war ja auch mal jung. Und ja, es ist für mich überhaupt nicht spannend, spricht mich nicht an. Deswegen werdet ihr das auf meinem Kanal wahrscheinlich nie zu sehen bekommen. Um euch das ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich mal aus meinem Bücherregal ein paar Bücher rausgesucht, die so einen repräsentativen Querschnitt über meine Lesegewohnheiten darstellen. Ja, das sind eigentlich Bücher, die ich wirklich gerne mag. Man kann sie als meine Lieblingsbücher betrachten. Und ebenso die Autoren dieser Bücher sind definitiv Autoren, von denen ich mir immer wieder die neuesten Werke hole. Somit gehören sie zu meinen Lieblingsautoren. Die Reihenfolge, in der ich euch diese Bücher und Autoren vorstelle, ist alphabetisch nach Autorenname und stellt somit keine Wertung dar. Und ich werde jetzt hier auch nicht unter diesen ganzen Büchern irgendwie meine Top 3 Favoriten küren. Ich mag sie alle gleichermaßen. Wie sehr ich ein Buch mag, ist auch immer ganz abhängig von meiner derzeitigen Stimmung. Kennt ihr bestimmt. Fangen wir an mit Buch Nummer 1 und Autor Nummer 1, das ist Larry Correia oder Correia mit seiner Monster Hunter International Reihe. Das ist eine Reihe von mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 5 oder 6 Büchern. Und sie beginnt nicht mit diesem hier. Der erste Band steht in einem anderen Regal, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal den zweiten, glaube ich, geschnappt. Es handelt sich hier um eine Art Military Fantasy Mystery Action Thriller. So kann man es vielleicht bezeichnen, um es zu verdeutlichen, worum es in diesen Büchern geht. Es geht natürlich um Monster. Monster Hunter International ist der englische Name dieser Reihe. Die ist in Deutschland übrigens bei Bastei erschienen. Und ja, da geht es um in Organisationen über die ganze Welt verstreut und um eine im Speziellen, die sich um die Beseitigung von Monstern kümmern. Natürlich wird das alles immer schön von den Regierungen unter dem Deckmantel gehalten, wie es so üblich ist in diesen Büchern. Besonders an dieser Reihe ist, dass sie einfach Spaß macht. Es ist eine reine Unterhaltungsliteratur, muss ich dazu sagen. Das ist nicht irgendwie sprachlich oder inhaltlich besonders anspruchsvoll literarisch, auf keinen Fall, das darf man nicht erwarten. Es ist tatsächlich eine Geschichte, die unterhält, die lebt von den ganz verschiedenen verrückten Charakteren, die da vorkommen, von deren Macken und Eigenheiten, von den Monstern natürlich, die überaus kreativ sind
und die sehr stark angelehnt sind an das Monster-Universum, was H.P. Lovecraft einst geschaffen hat. Also Lovecraft-Fans werden wissen, was ich meine. Genau diesen kann ich diese Reihe wirklich ans Herz legen, aber auch allen anderen Leuten, die mal was Originelles lesen wollen, die Spaß haben wollen, die einfach mal was weglesen wollen, ohne groß nachdenken zu müssen. Das mache ich nämlich auch manchmal ganz gerne. Und solche Bücher lese ich tatsächlich am liebsten im Urlaub. Buch Nummer 2 ist etwas schwerere Kost. Eigentlich sogar eine der schwersten, die ich jemals gelesen habe. Und es handelt sich um Justin Cronin, Der Übergang. Genau gesagt ist das Band 1 einer Trilogie, die sich die Passage-Trilogie nennt im englischen Titel. Und dieses Buch allein, man sieht, ist ziemlich dick und hat schon über 1000 Seiten. Und es ist unglaublich schwer, ja, und genau so ist es auch. Also die Geschichte ist episch. Es ist ein episches Werk, was sich über mehrere Generationen der Menschheit hinwegzieht. Die Menschheit wird ausgelöscht oder nahezu ausgelöscht durch ein Virus, durch etwas, was mit den Menschen, die erkranken, passiert. Kennen wir schon aus anderen Titeln. Das hier lebt auch von den Charakteren, wovon es allerdings jede Menge gibt. Also so richtig viel. Und sie ändern sich natürlich von Generation zu Generation. Das heißt, man muss eigentlich immer wieder, auch innerhalb dieses Buches, neu anfangen, ja? Neu lernen, eine neue Generation kennenlernen, deren Probleme kennenlernen und wie sie damit umgehen und wie sie eigentlich auch lernen, mit dieser ständigen Bedrohung zu leben. Das ist nicht für jeden. Es ist auch teilweise ziemlich gruselig. Es geht natürlich um Monster, die aufgrund dieser Mutation entstehen und die den Menschen das Leben schwer machen, denen, die noch übrig sind. Und es gibt ganz viel Drama, es gibt natürlich viele Verluste, es gibt da aber auch ganz tief gehende Freundschaften und natürlich Liebesgeschichten und sogar welche, die sich über mehrere Zeitebenen hinwegziehen. Die Hauptfigur dieses Buches ist Amy, ein ganz besonderes Mädchen, und genau sie begleitet uns auch unter anderem wirklich durch alle Zeitebenen und Generationen. Vielleicht soll sie das hier sein. Im ersten Band ist sie noch ein Kind. Ja, also wie gesagt, ein episches Werk. Schwer zu lesen, viele Charaktere, viele Zeiten. Man muss wirklich in der Stimmung sein, es zu lesen, und vor allem muss man sehr viel Durchhaltevermögen haben, gerade wenn die Geschichte mit einer neuen Generation wieder anfängt und man sich da komplett neu einfuchsen muss. Trotz allem kann ich das jedem nur ans Herz legen. Ein sehr, sehr schönes Werk. Nummer 3 ist ein aus meiner Sicht leider viel zu wenig beachtetes Buch, was eigentlich trotzdem ein unglaubliches Werk ist, und zwar von meinem über alles geliebten Autor Jasper Ford. Es heißt Grau. Der original englische Titel war übrigens Shades of Grey, und das erschien auch tatsächlich vor dieser speziellen Reihe von, ich weiß es nicht, von dieser Frau. Ich habe sie nie gelesen, will ich auch nicht. Aber dieses Shades of Grey, in Deutsch Grau, hat mich mal so richtig vom Hocker gehauen. Es handelt sich um eine Utopie. Und sie erinnert tatsächlich an die Werke von Ray Bradbury oder Aldous Huxley und auch George Orwell durchaus. Es geht hier um eine Gesellschaftsform, die sich Kollokratie nennt. Und zwar haben in dieser Welt alle Menschen die Fähigkeit verloren, Farben zu sehen. Sie sehen also alles grau. Es gibt allerdings ein paar von ihnen, die sind noch in der Lage, einzelne Farben wahrzunehmen oder auch Schattierungen einzelner Farben. Und je nachdem, wie stark ein Mensch dazu in der Lage ist, eine Farbe zu sehen, danach richtet sich tatsächlich sein gesellschaftlicher Status. Am begehrtesten ist die Farbe Rot. Also wer in der Lage ist, viele Rotschattierungen zu sehen, der kann mal wirklich was richtig Großes werden in dieser Gesellschaft. Und das ist unter anderem der Held in dieser Geschichte, um den es hier geht, Eddie Russet. Er ist ein Rotsehender und er ist für Großes vorgesehen. Allerdings fallen ihm
während seiner Reise zu seinem Bestimmungsort, wo er dann, ich glaube, er sollte mal ein Präfekt werden, fallen ihm also ein paar Dinge auf, die absolut nicht in Ordnung sind. Ja, alle quasi diese Dinge, die in der Gesellschaft schief laufen, weil so eine, ja, keine Farben sehen zu können, hat schon sehr spezielle Auswirkungen auf das Leben, die man sich so spontan gar nicht wirklich vorstellen kann. Also Jasper Ford hat hier wirklich was ganz Originelles auf die Beine gestellt, so wie eigentlich alle seine Bücher es sind. Ich finde, dieses Buch ist viel zu wenig beachtet und aus genau diesem Grund werde ich es auch demnächst nochmal lesen und euch auf diesem Kanal vorstellen. Buch Nummer 4. Swan Song von Robert McCallum. Robert McCallum ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Horrorautoren. Und Swan Song ist ein Werk, das aus zwei Teilen besteht, beziehungsweise es wurde in zwei Teilen herausgebracht, weil es sonst einfach zu dick wäre. Ist jetzt hier recht neu, 2015 im Pester Verlag neu aufgelegt worden. Ja, ich muss sagen, ich bekomme immer noch der Gänsehaut, wenn ich an dieses Buch denke. Es geht um eine Gesellschaft, die sich nach der Auslöschung durch einen Atomkrieg neu entwickelt. Für mich besonders beeindruckend war eigentlich so ziemlich der Anfang des ersten Bandes. Da geht es nämlich genau um diesen Atomkrieg und wie die Menschen in verschiedenen Regionen genau das empfinden. Ja, was passiert mit ihnen? Sie sehen da oben so einen Blitz am Himmel oder in der Ferne und denken, oh mein Gott, was ist das denn? Und plötzlich ist alles vorbei. Es gibt natürlich Überlebende und aus der Sicht dieser Überlebenden wird das Ganze geschildert und das ist tatsächlich so eindrücklich, dass ich mir beim Lesen gedacht habe, eigentlich müsste dieses Buch jeder Staatschef einer Atommacht zu seinem Amtsantritt bekommen und lesen. Die Auswirkung dieser atomaren Zerstörung ist so eindrücklich beschrieben. Ja, das, was sie nicht nur körperlich mit den Menschen macht, sondern auch was mit ihnen danach seelisch passiert, was eigentlich aus ihnen wird. Sind das überhaupt noch Menschen? Zum Teil leider nicht. Und genau darum geht es auch im weiteren Verlauf des Buches. Die Gesellschaft entwickelt sich wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region sich wer befindet und mit wem er sich zusammenschließt. Und am Ende oder im Laufe der Zeit treffen die verschiedenen Formen dieser Zusammenschlüsse aufeinander, was gar nicht mal so gut ist. Und ja, am Ende gibt es eine ganz wichtige Entscheidung, die getroffen werden muss, damit auch die restlichen Überlebenden überhaupt weiterleben. Denn es geht darum, wird die Welt jetzt komplett vernichtet, also alles, was auf ihr lebt, oder dürfen die paar, die noch da sind, vielleicht was Neues aus ihr machen. Es gibt auch hier Hauptfiguren, die sich durch beide Bände ziehen und die eine davon ist Swan, das ist ein kleines Mädchen, ich glaube, sie heißt irgendwie Sue Wanda. Sie ist ein ganz wichtiger Schlüssel für das Überleben der Menschheit. Sie hat nämlich ein Geheimnis. Sie hat eine bestimmte Fähigkeit, die ganz wichtig wird in einer Welt, wo alles tot ist. Swan Song nach dem Ende der Welt von Robert McCallum. Ein wirklich beeindruckendes Werk, ein packender Mystery-Endzeit-Horror-Thriller. Ich glaube, es zeichnet sich schon ab, wohin die Reise bei mir geht, was meine bevorzugte Literatur angeht. Ist mir jetzt auch beim Heraussuchen der Bücher tatsächlich aufgefallen. Aber ich lese auch andere Dinge. Also lasst euch nicht abschrecken dadurch. Ich lese nicht nur brutale Horror-Thriller. Ja, es sind auch andere Sachen dabei. Zum nächsten Buch, denn auch das ist wieder aus dem Bereich Horror und zwar so richtig hart. Dieses Buch hier, Irre Seelen von Graham Masterton, steht eigentlich stellvertretend für fast alle Bücher dieses Autors. Er ist Englands Großmeister der Angst, wie hier auf dem Buch steht. Ja, stimmt. Das Buch hat mich wirklich beeindruckt, denn ich hatte tatsächlich auch Gänsehaut und Angst beim Lesen. Das passiert recht selten bei Büchern. Ja, es ist, auch das ist Unterhaltungsliteratur, Horror, also für Leute, die sich gerne ängstigen, zu Hause in ihrem gemütlichen Sessel sitzend, ist das ideal. Es ist spannend, es ist temporeich, es macht Spaß zu lesen,
wenn man sich nicht fürchtet oder wenn man kein Problem hat mit ziemlich viel Blut und Eingeweiden. Jetzt kommen wir aber wirklich mal zu was anderem, und zwar dem hier. Walter Moers, stellvertretend für alle seine Bücher, habe ich hier die Stadt der träumenden Bücher ausgewählt. Walter Moers schafft es, besonders durch seine sprachlichen Künste, wie so eine Art Blase um den Leser zu erschaffen, in der er quasi komplett in seine fantastische Welt eintauchen kann und sich da, ja, als würde er dazugehören, einfach durchbewegt und eigentlich gar nicht mehr wirklich raus will. Das ist schon was ganz Besonderes. Das sprachliche Niveau und auch die inhaltlichen Strukturen seiner Bücher sind in der Fantastik wirklich kaum zu überbieten. Buch Nummer 6. Ein ganz besonderes, so wie der Titel schon sagt, Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Es geht um Kinder mit besonderen Fähigkeiten, die aber auch besonders geschützt werden müssen, weil gewisse Mächte es auf sie abgesehen haben. Und leider passiert dann das, was keiner will. Sie werden entdeckt, sie müssen fliehen, sie müssen ihre Freunde befreien und erleben dabei wirklich haarsträubende Dinge. Sie müssen sehr, sehr viel ertragen. Und das Ganze ist wirklich sehr einfühlsam aus Sicht der Kinder erzählt. Kann ich wirklich empfehlen, dieses Buch. Ist allerdings nicht unbedingt was für schwache Nerven, denn es kann auch ein bisschen gruselig und hart darin zugehen. Buch und Autor Nummer 8. James Rowlands. Ich habe jetzt hier stellvertretend für seine Bücher mal den Judas Code gewählt. Das ist ein Band aus der Reihe Sigmar Force. Bei James Rowlands handelt es sich ebenso wie bei Larry Correia um einen Unterhaltungsautor. Also er schreibt Romane, die wirklich actionreich sind und knackig und schnell erzählt und die einfach der Unterhaltung dienen. Wobei man tatsächlich bei James Rowlands zum Teil auch einige Dinge lernen kann. Das handelt sich nämlich um Wissenschafts-Mystery-Thriller. Also es gibt immer irgendein Mysterium und es gibt immer irgendeine Wissenschaft, die versucht, das Ganze aufzuklären. Und natürlich Spezialeinheiten, die dafür alle zuständig sind. Aber es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Also mir macht es richtig Spaß. Es packt mich, es zieht mich hinein. Und es interessiert mich auch einfach, was da drin so alles herauskommt. Und ich glaube, ich habe mal in einer Urlaubswoche, glaube ich, 4 von den Dingern hintereinander weggezogen. Das hat richtig Spaß gemacht. Nummer 9. Das ist eine Buchreihe von Jens Losser und Jens Schumacher. Hier geht es um Jorge und Hippolyt, ein Ermittlungsteam in einem Steampunk-Fantasy-Setting. Ja, es handelt sich eigentlich im weitesten Sinne um Kriminalromane, die in einer Steampunk-Fantasy-Welt spielen. Und das Besondere an diesen Romanen ist, dass sie so ein bisschen die Fantasy, die klassischen Völker der Fantastik aufs Korn nehmen. Ja, also die betrachten das Ganze nicht so bierernst, sondern spielen mit den Eigenheiten der jeweiligen Völker und machen da ziemlich witzige Sachen draus. Allein schon die Ermittler selbst sind recht speziell. Jorge ist ein Troll mit Haaren auf der Stirn und sonst überall. Und Hippolyt ist ein uralter Zauberer, der durch einen missglückten Zauber aber in dem Körper eines 13-jährigen Albino-Jungen feststeckt. Ja, als 13-jähriger Junge Ermittlungen durchzuführen, und zwar so richtig heftige, ist natürlich nicht einfach. Deswegen hat der Jorge seinen Troll als Partner bekommen. Die beiden sind natürlich total unterschiedlich und schon allein daraus ergibt sich immer ziemlich viel, worüber man lachen kann. Aber wie gesagt, es sind eigentlich Kriminalromane, wirklich intelligente Krimis, die richtig Spaß machen aufgrund der Umgebung, in der sie stattfinden, aufgrund der fantasievollen Charaktere, die hier dabei sind. Ja,
Und man sollte sich auch hier nicht täuschen, das Ganze ist nicht unbedingt für Kinder geeignet. Es kann ziemlich hart zugehen und manchmal auch ein bisschen versaut. Lockwood & Co., Jonathan Stroud. Auch dieses Buch steht eigentlich nur stellvertretend für die Werke des Autors. Dieses hier ist der erste Teil einer Jugendbuchreihe. Ich habe das auch in einem früheren Video schon mal vorgestellt, diese Reihe. Jonathan Stroud gibt es noch mehr Jugendbuchreihen, zum Beispiel Bartimeus oder allgemein mehr Bücher, Jugendbücher von ihm. Das ist ein Genre, was ich tatsächlich auch ab und zu lese, sofern die Geschichten mich irgendwie interessieren oder ja, sofern ich sie als spannend und beachtenswert empfinde. Und in dem Fall ist es so, Jonathan Stroud hat eine wunderbare Welt entworfen mit sehr, sehr vielen Problemen natürlich und sehr, sehr vielen Geheimnissen, die auch nicht ganz so einfach zu durchblicken sind, wie man es vielleicht von einem Jugendbuch erwartet. Ja, also bei manchen Jugendbüchern weiß man eigentlich immer recht flott, wohin die Reise geht. Sie sind recht vorhersehbar. Aber in diesem Fall oder allgemein bei den Jugendbüchern, die ich gut finde, ist das eben nicht so. Ja, das ist auch, hat auch einen gewissen Anspruch an das Denken mit dabei. Ich finde, ab und zu lohnt es sich durchaus auch mal im Bereich Jugendbuch oder Young Adult nach guten Stoffen zu suchen. Ich bin allgemein aber kein Fan davon, sich als Erwachsener nahezu ausschließlich mit dem Bereich Jugendbuch oder Young Adult zu beschäftigen, oder All Age wird es teilweise auch genannt, weil man da doch recht viel verpasst und vor allen Dingen, man verpasst quasi die Chance, sich mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Das vorletzte Buch, die vorletzte Autorin, ich muss feststellen, es ist leider die einzige Autorin in meiner Auswahl. Keine Ahnung, woran das liegt. Es ist meine heißgeliebte Fred Vargas mit ihren unglaublich tollen Kriminalromanen um Kommissar Adamsberg. Diese Romane sind nicht unbedingt leichte Kost, also nicht wegen irgendwelcher Wahnsinnsbrutalität, die darin vorkommt. Nein, sie sind sehr intelligent. Also man durchschaut sie nicht unbedingt. Das ist auch gut bei Krimis, finde ich, wenn man bis zum Schluss so ziemlich im Dunkeln tappt. Aber Fred Vargas widmet sich auch in jedem Roman immer einem speziellen Thema, was sie sehr gut ausarbeitet. Sie ist ja eigentlich Historikerin und kann das eigentlich ganz gut. Das heißt, man lernt auch immer sehr, sehr viel und man muss sich zwangsläufig mit einem bestimmten Thema beschäftigen. In einem ihrer bekanntesten Bücher, das Barmherzige Fallbeil, geht es zum Beispiel um die Französische Revolution. Und da habe ich mir gedacht, das habe ich alles schon mal in der Schule gehört und das ist wirklich interessant, da mal noch tiefer einzudringen und ein paar Hintergründe zu erfahren. Und das ist eigentlich in fast jedem Buch von Fred Vargas so. Es gibt immer so ein Thema, das über allem schwebt und worüber man im Laufe der Lektüre tatsächlich so ganz nebenbei auch richtig viel lernt. Hinzu kommt noch, dass die Charaktere ziemlich skurril sind und es zum Teil auch wirklich witzig ist, wenn man den Humor versteht. Und außerdem sind diese Bücher tatsächlich ein sprachliches Kleinod. Vor dem letzten Buch müsste ich eigentlich eine Schweigeminute einlegen, denn der Autor ist vor kurzem verstorben, was mir wirklich sehr, sehr leid tut. Das ist Carlos Ruiz Zafón, stellvertretend für seine Werke hier, Der Schatten des Windes, der erste Teil der Reihe zum Friedhof der vergessenen Bücher in Barcelona. Es sind tatsächlich zeitgenössische Romane, also nichts, was man im Genre Krimi oder Thriller oder, keine Ahnung, Liebesroman zuordnen könnte, weil tatsächlich die Liebe immer eine ganz große Rolle spielt, aber auf eine Art und Weise, die ich ertragen kann. Also sie ist auf keinen Fall irgendwie schnulzig und schmalzig und gefühlsduselig, sondern sie ist einfach ganz wichtig. Sie ist natürlich immer ein ganz wichtiger Auslöser für Dramen, die im Leben so passieren. So ist es auch bei Zafón. Sie treibt die Menschen an und sie sorgt natürlich auch für Probleme. Aber das ist nicht vordergründig in diesem Roman. Hier geht es um ganz andere Dinge. Hier geht es um, ja, ganz, ganz schlimme Ungerechtigkeiten, die passieren zur Zeit des Franco-Regimes in Spanien.
Es geht ganz viel um Bücher, um Menschen natürlich und um ganz heftige Schicksale. Was kann ich noch sagen zu Carlos Ruiz Zafón? Ich glaube, kein Wort, das er jemals geschrieben hat, ist banal. Also alles, was hier geschrieben wird, ist wichtig. Es ist wichtig für die Geschichte und es ist wichtig für die Entwicklung der Charaktere, für das Verstehen der Hintergründe. Also ich habe selten ein so abgerundetes Werk gesehen oder gelesen. Ich kann es nur empfehlen, es ist absolut spannend und mitreißend, sonst hätte ich es nicht gelesen. Es ist auch jedes Mal in irgendeiner Weise mysteriös. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, da ist doch was Übernatürliches im Spiel. Ist aber nicht so. Also für alle Leute, die Fantasy überhaupt nicht mögen, lasst euch nicht täuschen. Das ist nicht fantastisch. Es ist fantastisch, aber hat nichts mit Fantasy zu tun. Das waren meine Bücher, also die Bücher, die einen repräsentativen Querschnitt meiner Lesegewohnheiten darstellen. Ich bin allerdings nicht festgelegt. Ja, es ist alles Spannungsliteratur, es ist viel Fantasy dabei, viel Horror. Wobei ich mich auch immer wieder gerne von anderen Büchern begeistern lasse. Also ich gebe auch anderen Genres gerne eine Chance. Was ich allerdings nicht gerne mag oder wo ich einen großen Bogen drum mache, ist, wie gesagt, diese ganze Romantasy-Sache und Liebesroman im Allgemeinen oder so Frauenbeziehungsromane. Ich glaube, die sind auch immer direkt für Frauen geschrieben und beinhalten so klischeehafte Darstellungen von Liebesbeziehungen oder auch Beziehungsdramen. Also, nee, da komme ich einfach nicht ran. Das ist mir weder spannend genug, noch hat es irgendwie einen Reiz auf mich, was die Erfahrung von neuen Dingen angeht. Ja, so viel dazu. Und ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen neugieriger auf meinen Kanal geworden und auf die Bücher, die euch hier noch erwarten werden. Ich habe da noch so einiges in petto, aber das erfahrt ihr dann im nächsten Video.